Herr Dr. Ruprecht, Sie haben mit der Charité einen Vertrag zur personalisierten Medizin geschlossen. Was beinhaltet er? Der beinhaltet, dass wir Patientinnen und Patienten in der Kinderheilkunde und jetzt seit neuestem auch in der Gynäkologie versorgen mit einerseits, also tumorerkrankte Patienten versorgen können mit einer Gewebeanalyse, einem sogenannten New Generation Sequencing nennt sich das, eine spezielle Form der Genanalyse für das Tumorgewebe. Und zweitens die Daten, die da entstehen durch diese Analyse, in eine große Wissensbibliothek bei der Firma Molecular Health einspeisen, mit der Fragestellung, gibt es jetzt spezifische Therapiemöglichkeiten, die in dieser Wissensbibliothek hinterlegt sind, die man so normalerweise noch nicht kennt, weil man natürlich als normaler Arzt, auch als hochspezialisierter Onkologe, das gesamte Wissen der Welt nicht parat haben kann. Und vorneweg ist es so, dass natürlich die bei der Pädiatrie, also bei der Kinderheilkunde, die Eltern aufgeklärt werden, also eine humangenetische Beratung erfahren, entsprechend aufgeklärt werden. Und wenn dann das Ergebnis aus Heidelberg vorliegt und in der Tumorkonferenz, die ja dann darüber diskutieren muss, was machen wir jetzt mit den Ergebnissen, gibt es zum Beispiel eine Therapie, Anpassung, Änderung oder sogar den Verzicht auf eine Therapie, wenn man sieht, dass die große Wissensbibliothek hier eine Änderung vorschlägt, dass man dann natürlich auch das Ergebnis dieses Berichtes, der da in Heidelberg erzeugt wird, mit den Eltern in dem Fall oder dann auch den Patientinnen in der Gynäkologie besprechen muss. Und da findet dann sozusagen eine gemeinsame Entscheidungsfindung statt, ob man jetzt diesem Therapievorschlag folgen möchte oder nicht. Also wir bezahlen das Labor, wir bezahlen die Bioinformatik und wir bezahlen den ärztlichen und zeitlichen Aufwand, der im Zusammenhang mit dieser ganzen Leistung entsteht. Was war das Motiv für dieses Experiment? Ja, wir möchten zunächst neue Möglichkeiten der medizinischen Behandlung, hier auch die Kombination aus Gensequenzierung und Big Data für unsere Versicherten nutzbar machen. Allerdings wollen wir natürlich auch herausfinden, ist diese Kombination tatsächlich hilfreich? Das wissen wir momentan noch nicht. Das ist also ein Pilotprojekt, wenn man so will, um genau das herauszufinden, da auch Evidenz zu generieren, die am Ende natürlich dann mit der Fragestellung einhergeht, ist es auch wirtschaftlich? Weil es sind Kosten natürlich damit verbunden, die sind auch nicht ganz ohne. Und wir hoffen dann, dass zum Beispiel durch eine verbesserte Therapie mit weniger Nebenwirkungen, weniger Toxizität, wie man das nennt, bei der Behandlung der Krebspatienten oder vielleicht sogar im einen oder anderen Falle durch einen Verzicht auf eine Therapie, die gar nicht wirken kann, weil der Tumor die nötigen Targets, wie man das nennt, also gar nicht ansprechen könnte auf die Therapie aufgrund seiner genetischen Zusammensetzung. Wenn man eine solche Therapie verhindern kann, die ja sehr viele 100.000 Euro zum Teil kostet, dann hätten wir natürlich auch schon eine Refinanzierungsmöglichkeit für die Kosten im Vertrag. Wie lange geben Sie dem Projekt, bis es Evidenz zeigt? Also wir denken mindestens 3 bis 4 Jahre, wahrscheinlich auch 5 Jahre müssen wir ihm geben. Die Fälle in der Kinderheilkunde sind glücklicherweise, muss man ja sagen, erstmal selten. Das heißt, wir reden ja jetzt nicht über alle Kinder, die krebserkrankt sind, sondern ganz spezielle, die an Tumoren leiden, die so typisch für das Kindes- und Jugendalter sind. Da geht es auch nur um solide Tumore, also keine Leukämie zum Beispiel. Und die seltenen Tumore sind eben auch dann für den Vertrag jetzt nur relevant, wenn ein Rückfall stattfindet oder wenn die Erstlinientherapie nicht funktioniert hat. Das Gleiche gilt für die Gynäkologie auch, für die Ovarialkarzinome, also Eierstockkrebspatientinnen, die einen Rückfall hatten oder eben eine Ersttherapie nicht gelungen ist. Auch die können hier versorgt werden. Wir mussten das jetzt erstmal etwas einschränken, um eben jetzt, sagen wir mal, einen gesunden Kompromiss zu finden zwischen entstehenden Kosten und andererseits der Möglichkeit, dann vielleicht doch durch eine erhöhte Fallzahl jetzt in der Gynäkologie den Vertrag dann vielleicht mal refinanzieren. Wäre es nicht sinnvoll, wenn auch andere Krankenkassen sich dem Projekt anschließen würden? Unbedingt. Wir haben alle eingeladen, das zu tun. Der Vertrag ist offen für alle Krankenkassen. Wir würden das sehr begrüßen. Bisher hat die kaufmännische Krankenkasse, die KKH, sich bereit erklärt, schon vor einem halben Jahr die Fälle in der Kinderheilkunde auch über den Vertrag zu finanzieren. Die sind dem beigetreten. Weitere Krankenkassen haben wir eingeladen.
wir hoffen auf regen Zuspruch in der näheren Zukunft. Können Sie sich auch eine Erweiterung auf andere Kliniken vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben alle Tumorzentren, die mit der Charité, das ist ja unser Hauptvertragspartner, jetzt schon kooperieren in der Kinderheilkunde. Da gibt es eine ganze Reihe. Also alle großen Universitätskliniken haben ja entsprechend pädiatrische Abteilungen, auch pädiatrisch-onkologische Abteilungen. Das Universitätsklinikum in Heidelberg ist dem Vertrag inzwischen beigetreten. Wir hoffen das auch für die und haben das allen angeboten und hoffen, dass das jetzt im Laufe dieses Jahres noch geschieht. Also das UKE in Hamburg, die Uniklinik in Freiburg, in Würzburg, also wo sie überall in München, da sind alle herzlich eingeladen beizutreten, weil das für unsere Versicherten natürlich den Vorteil hätte, sie müssen dann nicht nach Berlin reisen, um sich in der Charité behandeln zu lassen, sondern sie können eben dann doch wohnortnah versorgt werden. Was die Gynäkologie angeht, da ist es so, dass das Klinikum Essen-Mitte jetzt demnächst dem Vertrag beitreten wird. Das ist Professor Dubois, der sehr eng mit der Charité und mit Frau Professor Breiko und Herrn Professor Sehuli dort kooperiert. Und da haben wir jetzt auch mit Blick auf die doch sehr viel höhere Fallzahl in der Gynäkologie gesagt, auch jetzt im Rahmen des Piloten beschränken wir das erstmal auf Berlin mit der Charité und auf Essen. Mal schauen, wie das sich entwickelt. Grundsätzlich natürlich können dann auch später weitere Zentren beitreten. Wo landen am Ende all die Daten? Wer profitiert davon? Also zunächst landen die Daten bei den behandelnden onkologischen Spezialisten, bei den Abteilungen in den Universitätskliniken, bei all den Krankenhäusern, die hier die Patienten behandeln. Und was die bioinformatische Analyse betrifft, landen die dann auch bei der Firma Molecular Health in Heidelberg. Das ist der Partner der Charité für diese bioinformatische Wissensbibliothek. Es geht ja darum, die Daten, eben, die in dem Gentest erzeugt werden, nochmal abzugleichen mit dem gesammelten Wissen der Welt, die jetzt in dieser Wissensbibliothek sich wiederfindet. Und insofern hat auch, wie gesagt, die Heidelberger Firma dann einen Datenimport. Aber eben natürlich genauso ein Export, weil die Berichte, die da erzeugt werden, natürlich zurückgehen an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und an die Abteilungen. Und ansonsten verbleiben sie in diesen beiden Einrichtungen. Wir als Krankenkasse kriegen natürlich wie immer keine konkreten Behandlungsdaten. Vielen Dank. Gerne.